Hey Leute, Anni hier und herzlich willkommen zurück zu Kapitel 3. Wir sind in der heißen Phase. Ihr musstet eine ganze Woche und einen kleinen Tag extra warten, weil ich es einfach vorher nicht geschafft habe, diesen Part aufzunehmen. Aber dafür werden wir das gesamte restliche Kapitel 3 in diesem Part abfrühstücken. Außer es dauert 2,5 Stunden, dann muss ich es halt einmal cutten. Aber es dürfte nicht mehr so lange dauern. Und um euch nicht länger auf die Folter zu spannen, legen wir direkt los. Das letzte, was wir gerade besprochen haben, war der Raum, in dem das Video mit dem Selbstmord aufgenommen wurde. Let's go. But it appears the killer already covered that up. So I didn't find anything when I went there. But there's no mistake. That's the only place within the connection range of the surveillance camera. The motel would have been too far. And the interior design of the movie theater is too distinctive. But this must be a surprising turn of events for Hajime. You never suspected that the video you saw in the hospital was being filmed in the conference room. The incident isn't happening at the scene of a crime. It's occurring in the conference room. Aber das muss zugleich bedeuten. If Ibuki's hang-in video was filmed at the hospital's conference room, then was Ibuki killed at the conference room too? No, that's not possible. Right after Hajime saw that video, he discovered Ibuki's body at the music venue. Wenn die Übertragung aus dem Konferenzzimmer kam und Ibukis Leiche in der Musikhalle war, was heißt das dann genau? Was könnte das nur heißen? The person wearing the hint bag in that video wasn't Ibuki. It was the killer pretending to be Ibuki. The killer put on a hospital gown, wore a hint bag on their head, and was only pretending to be the victim. By that time, the real Ibuki must have already been killed. The actual time of death must have been earlier, probably around midnight or dawn to avoid witnesses. If they took Ibuki from the music venue to the hospital to kill her, there's no way it happened during the day. Das ist also passiert. Egal wie schnell ich gerannt wäre, es wäre für mich unmöglich gewesen, ihr Leben zu retten. Ich wurde vom Mörder in das Licht geführt. But why did the killer go to the trouble of making a fake video just so Hajime could go to the crime scene? The reason the killer made a fake video. There's only one possibility I can think of. And if I examine that possibility thoroughly, then naturally the killer's identity will reveal itself. Huh? You fiend! Are you saying you already know who the killer is? Das stimmt. Ich sollte es wissen. Ich hätte es schon längst wissen sollen. Niemand anderes kommt mir in den Sinn. Und das, was er damit gerade meint, ist, dass es lediglich, ich gehe wieder einmal ganz durch, eine Person gibt, die davon profitieren kann, dass der Mord nicht an dem passenden Zeitpunkt war. Und das ist die Person, die dadurch ein Alibi bekommen hat. Und diese Person ist absolut korrekt. Mikan. You're the only one! You're the killer, aren't you? What are you talking about? Like I said, aren't you the killer who murdered Ibuki and Hyoko? Killer? Huh? I'm the killer? What is this? Hey, don't you think that's kinda impossible? A chick like her is the killer? She couldn't even kill a fly. In fact, the fly would probably kill her first. She's right! A clumsy slowpoke like me killing someone? That's completely out of the question! But we're the only ones. Thanks to that video, we're the only ones who have the advantage of an alibi. An alibi? Was that the killer's goal? Now that you mention it, you guys brought that up earlier.
Only Hajime and Mikan have an alibi. It's just a coincidence! But you're the only one who could have filmed that video in the hospital conference room. Is that also a coincidence? Solltest du dich nicht langsam ausruhen? Du musst bestimmt müde sein von deiner ganzen Krankenpflege. Wenn du darauf bestehst, werde ich mich im Bereitschaftsraum bequem machen. Du musst auch sicher erschöpft sein, also warum bleibst du nicht in der Lobby, wo du deine Ruhe hast? At that time, you said you were going to the on-call room, but you actually went to the conference room. That's when you put on a hospital gown that you prepared in advance, put the bag on your head and began filming. By doing that, you made up a video that showed Ibuki trying to hang herself at the music video. And showed that to me. Furthermore, I saw that video at the hospital lobby. If someone wants to go to the conference room from outside, they have to pass through the lobby. So it's impossible that someone who wasn't already in the hospital went to the conference room to film. Not only that, the others in the hospital, Kane and I, were both delirious from the despair disease. So that must mean... Please, wait a second! What are you saying? I'm the killer? That's impossible! There's no way I can kill someone! It's not literally impossible. Can't you give a better defense than that? Just shows she can't even do that! Hey! You sure this chick is really the killer? Wrong! It's totally wrong! It's not what you think! Just like Akane said, it is really hard to tie it all together. I mean, Mikan is the killer? I agree. It is truly difficult to believe someone could be killed by such a slow-witted woman. That slow-witted remark is not necessary. It's fine. I've been like this for a long time. In a tournament for social punching bags, I'd easily win first place with my soft reputation. Even I can't deny that. How many times do I have to tell you? It's impossible for me to kill someone. I'm serious. Very serious. What do you say, Hajime? Do you still believe this woman is the killer? Do you hate me that much, Hajime? Oh, come on! Hey, Hajime! Sie wollen mir nicht glauben, aber... Lügen beiseite, Logik beiseite. Ist sie wirklich in der Verfassung, so etwas zu machen? Mache ich vielleicht einen Fehler? Es wäre viel leichter, wenn ich einfach falsch liegen würde. Wenn ich hier immer so welche Anschuldigungen an den Kopf werfen muss. Obwohl wir so viel zusammen gemacht... Can you hold on a minute? Hä? Well, I know I'm being intrusive and all, and I mean... I have no place to say this. I missed all of the critical parts, and I doubt I have anything worth saying at an important time like this. What are you saying? But still, there's definitely no way I can overlook the killer this time. Was meint er damit? I thought it was suspicious all along, from the very beginning. Investigating with the suspect in mind creates a different result than investigating with no leads. Hey, what are you trying to say? Well, thanks to that, I was able to discover a truth that nobody else knows. Are you serious? I've been so focused on everybody else this trial. But I guess now's a good time to say it. You better not have kept quiet on purpose. This isn't a game, you know. Actually, this is a game. Please don't say such controversial statements. Well, what do you know, Nagito? Well, it's nothing big, really. Only a small, decisive clue that points to the killer. Dang, that's a huge deal. A decisive clue? Something like that
Let's take a look, shall we? Regarding the rope Ibuki was dangling from, this rope was supplied by the supermarket, right? There weren't any ropes inside the music venue. Again with the supermarket? That place is a hotspot for criminal goods. Akane, du hast 100% recht damit. Alle Sachen, die jemals um irgendwas benutzt wurden, kamen alle aus dem Supermarkt. If they got it at the supermarket, that means it was brand new, right? What's wrong with that? I want you to take a close look at this rope. And keep in mind that it's brand new. Near the middle of the rope, it's frayed, as if it was rubbed strongly. But why is it like this? The loop Ibuki used to hang herself is on one end of the rope, and the part of the rope that hung from the baton lighting is on the other end. Hey, you're taking too long. What's wrong with the rope being frayed? It means, well, from what I can infer, I think the rope was used like this. The killer wrapped the rope around Ibuki's neck, pulled both ends at full strength, and strangled her. The center of the rope is frayed because that's the part they used to strangle Ibuki. Don, I've been listening to you for a while, and it sounds like you knew about this rope clue all along. What exactly did you say to me during the investigation? Das Seil ist dann wohl nicht wichtig. Dann werde ich woanders nachsehen, wenn es euch passt. Not everyone cooperates at a class trial. Those who lie and conceal the truth will obviously be here too. Just like this case's killer. I was just copying them a little bit. Huh? More importantly, what was all that about the rope? The killer strangled Ibuki. And then? And then, I finished speaking. Huh? Huh? You didn't notice it? I thought I made the decisive clue very clear. Nagito hat uns einen Hinweis gegeben? Was wollte er uns damit sagen? Ibuki didn't die from hanging. She was strangled to death. That's basically the same thing. Though hanging and strangling seem similar, they're very different. The scars they leave would look different too. Scars? You mean the rope burn, right? But we believed it was from a hanging. Why would that be? Did we fall for someone's lie? The body at the crime scene was hanged, you know. Obviously, we'd assume it was a hanging. The Monokuma file complicates this, too. It never specified hanging or strangulation. Whoever misunderstood is to blame! Oh, ich liebe es, wenn dieses Danganronpa-Theme richtig abgeht und wenn es richtig in die heiße Phase kommt. Es ist so geil. Und um das jetzt hier zu lösen, müsst ihr auf ein super kleines Detail achten. Mir ist lustigerweise, beim ersten Mal spielen habe ich hier ewig dran gehangen, weil ich nicht wusste, was sie damit meinen. Ibuki wurde in Wahrheit erstickt. Allein diese Tatsache bringt uns nicht näher zum Mörder. Warum sind wir davon ausgegangen, dass sie sich anstelle dessen erhängt hat? Ibuki didn't die from hanging. She was strangled to death. That's basically the same thing. Though hanging and strangling, the scars they leave would look different too. Scars? You mean the rope burn, right? But we believed it was from a hanging. Why would that be? Did we fall for someone's lie? That must be it! So that's what happened. We've been falling for the killer's lie this whole time. Es gibt etwas, das ich dich fragen will. Ibuki hat sich auf jeden Fall mit diesem Seil erhängt, richtig? Da sie keine anderen äußerlichen Verletzungen aufweist, musste sie sich erhängt haben. Warum, weiß ich aber nicht. Ich verstehe schon. Sie hat sich also getötet. You said Ibuki hanged herself, but that was a complete lie, wasn't it, Mikan? That is... You told us the wrong cause of death. You lied, didn't you?
should have been able to tell the difference between hanging and strangling just by looking. You, Mikan, the ultimate nurse. Please wait! First of all, I'm not a coroner, so I don't have the medical knowledge to identify injuries like that. That's why it's not my fault if I made a mistake. You are right. And you have been a great help to us so far. But even a drunk medical student can notice the difference between a hanging and strangulation. I'm not taking her side or anything, but being clumsy and unskilled in this area could lead to a mistake. He's totally right! I'm such a clumsy mess, and I got so careless! Mikan nursed me till I got better. There's no way I'm gonna doubt her. Don't you think her devotion to nursing is what helped her draw Ibuki to her death? Huh? And if not, her symptoms were still very serious and caused her to believe what anybody told her. It wouldn't surprise me if she willingly followed Mikan because she was nursing her. So Mikan volunteered to nurse us? Because she was planning to do this all along? That's a little... Aren't you like the thief who suspects everyone else of being thieves? I'm not a criminal. Mikan is. I mean, she's a killer, you know. You've got it all wrong. Please forgive me. I'm sorry, but there's no way I can forgive you. I just can't forgive this crime at all. Was? Forgiveness or not, we still have not decided if Mikan is the killer. I see. You guys are kind. Well, if that's the choice everyone makes, then the only thing I can do is back off, I guess. But is that really okay? Is that everyone's hope? You're friggin' annoying! If you keep talking, I'm seriously gonna beat you up! But I'm really, really not the killer! There's no way! I'm capable of killing someone! Is that really true? Stop it already! That's enough! I can't stop! I don't want to do this either! Of course I don't want to do this! But I need to do this! You doubt your friends? That's not it! I suspect them because I want to believe them! What the hell does that mean? I don't think belief and doubt are necessarily opposites. Huh? I do doubt her, but I still want to believe her. Belief lies at the heart of that conflict. 'Cause if there's no room for doubt, then there's no reason to believe, is there? Don't say deep stuff. I don't really get it. If you want to believe in someone, you need to overcome doubt first. Belief without doubt is simply a lie. Fine. Do whatever you want. I won't stop you anymore. Huh? Is that all you can say? Ah, so in the end, you're all just a bunch of bullies, huh? Justifying your actions with fancy words. Making excuses for why it's not really your fault. Everyone always treats me like that. Always. It's all her fault. She's the one with the problem. I'm done with that! You hear me? I'm done! Hey, Mikan! It's not fair. It's not fair. 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 Not fair! Why won't you forgive me? If you did something wrong, you'd forgive yourself right away! What did I do? Is acting like this your strategy now? Well, this is annoying.
Plus, to be honest, I've run out of ideas. How can we get you to admit that's the issue? If we don't have any clues, why don't we have her give us some? Huh? I'm the same as Hajime. I don't want to doubt any of my friends. But still, the truth is one of us murdered two of our friends. That's why we gotta stick with this until the very end, so we can finally break these chains of despair. Chiaki. Hey, Mikan. Can I ask you one last thing? If you're not the killer, then who fabricated that video Hajime watched? Like I said, it obviously wasn't me! Can you prove it? Prove it? Wait! Do you have any proof that I'm the one who fabricated that video? Können wir uns mal alle gerade darauf einigen, dass Charaktere, die auf einmal Character breaken und komplett anders sind, einfach immer einen amazen? Also das ist einfach, eine der großen Sachen, die ich an Danganronpa liebe, sind Charaktere, deren Maske abfällt, beziehungsweise die auf einmal komplett sich um 180 Grad drehen. Das fand ich im Einser schon mega geil bei Celestia zum Beispiel und ich finde es bei Mikan auch wieder mega. Ich liebe sowas abgöttisch. Es ist einfach so geil. Is this broad really okay? She's emotionally unstable. Finally started arguing for us. Huh? But the only one who can find the hole in her argument. So, I'm going to leave this to you once again. Könnte es sein, war das Chiakis Absicht, um Mikan in dich zum Sprechen zu bringen? Und wieso sind zwei Drittel der Sätze, die ich vorlese, immer? Huh? Huh? Nur ich habe die Übertragung gesehen. Nur ich. Ich muss mich zusammenreißen. Es geht um unser Überleben. Ich muss weitermachen. Es beenden. I'm not the killer. We can't think of anybody else other than you who could have filmed that video. Do you have any proof? Is the hemp bag on her head the proof? Is the hospital gown she was wearing suspicious? Or could it be the hospital slippers she had on? Ibuki and Mikan clearly have different body types. Is that really your proof? You could tell her body type under the hospital gown? Just from that video? Just from that camera angle? Just from that dim candlelight? There's no way you'd be able to make out her body type! So please forgive me already! Hajime, pay close attention and listen well. You're the only one who can point out the killer's mistake. Das hier ist die schwerste Debatte von Chapter 3. Und ich werde es aus einem ganz bestimmten Grund noch einmal fast durchlaufen lassen, weil der Killer hat gerade einen kleinen Fehler gemacht. Und vielleicht fällt es euch auf, ich muss es aber aus einem anderen Grund nochmal fast durchlaufen lassen. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Wenn Mikan wirklich unschuldig ist und die Übertragung nicht aufgezeichnet hat, warum spricht sie von etwas, worüber sie, was sie eigentlich nicht wissen kann? Ich kann das schaffen. We can't think of anybody else other than you
who could have filmed that video. Huh? Do you have any proof? Is the hemp bag on her head the proof? Is the hospital gown she was wearing suspicious? Or could it be the hospital slippers she had on? Ibuki and Mikan clearly have different body types. Is that really your proof? You could tell her body type under the hospital gown? Just from that video? Just from that camera angle? Just from that dim candlelight? There's no way you'd be able to make out her body type! So please forgive me already! Hajime, pay close attention and listen well. You're the only one who can point out the killer's mistake. Ich muss sagen, ich liebe auch einfach, wie Mikan, die immer nervös, die immer weinerlich ist, einfach so Momente hat jetzt, wo sie einfach komplett ruhig ist und komplett so, willst du mich verarschen? Denkst du wirklich deswegen? Denkst du wirklich deswegen? Boah, das kriegt Gänsehaut von, Alter. Richtig gut. So, let's go. We can't think of anybody else other than you who could have filmed that video. Huh? Do you have any proof? Is the hemp bag on her head the proof? Is the hospital gown she was wearing suspicious? Or could it be the hospital slippers she had on? Ibuki and Mikan clearly have different body types. Is that really your proof? You could tell her body type under the hospital gown? Just from that video? Just from that camera angle? I'll shoot through that contradiction. Mikan, you've committed a major mistake. Mistake? As I said before many times, I'm the only one who saw that video. What's wrong with that? But I never said anything about the camera angle. So how can you say anything about the camera angle as if you saw that video yourself? The only reason Mikan knew the camera angle Hajime had seen is because you're the person who actually filmed that video. Is that right? This is your just reward. The more desperately you argue, the deeper you dig yourself into a hole. You lied, didn't you? Are you serious? Is it true, Mikan? Did you kill Hiyoko and Ibuki? Forgive me! Huh? I was wrong. Wrong. No, that's not it at all. That's not it? I mean, it's impossible. Unmöglich? You know that hemp bag Ibuki was wearing when she died? Try remembering the tote bag instead. Ding! I totally remember now. What the heck's wrong with her? She's getting weirder by the minute. That tote bag, isn't it the same one that girl was wearing in the video? How do you know so much about that video? Who cares about that? More importantly, did you know that bag is a limited item that was sold at the movie theater? Hajime saw it too, didn't you? You remember the Usami decal on it, right? Whoopsie! Don't worry about it. I remember, even if you don't. Ta-da! There's no mistake that tote bag is a limited item. So don't you think it's impossible? Using one tote bag in both the conference room and the music venue at the same time? It's blatantly obvious that's impossible, don't you think? That's why that video isn't fabricated, and I'm not the killer. So you'll forgive me, right? Taking your stubbornness this far, such despair. Then you're gonna forgive me? I won't stop until you forgive me! Manchmal kann es passieren, dass du mit den Aussagen deines Gegenübers nicht klarkommst.
Ich habe Angst, bitte nicht schon. Nein, nein, ich habe da keine Zeit für. Dann musst du dich konzentrieren und deine Sätze finden. Ab sofort wirst du in Kugelkriegen nicht mehr unbegrenzt schießen können. Während des Minispiels wirst du jetzt eine Kugelanzeige im unteren Bildschirm sehen. Maximal kannst du 6 Kugeln tragen. Jede Zerstörung einer Aussage auf dem Bildschirm verbraucht genau eine Kugel. Wenn du keine Kugeln mehr hast, bist du den Aussagen deines Gegners schutzlos ausgeliefert. AKA, ey, du musst jetzt selber nachladen. Aber wie kannst du das umgehen? Du bist es gewohnt, die linke Maustaste zu halten und dann den Takt loszulassen, um es zu zerstören. Wenn du aber Kugeln nachladen willst, musst du... Boah, Tab, Alter. Tab! Tab! Je mehr Noten du umwandelst, desto mehr Kugeln hältst du zurück. Eine Kugel pro Note natürlich. Aber nur, wenn du die Tab-Taste auch passend zum Takt loslässt. Wie sonst auch. Ab sofort musst du zeitlich koordinieren, wann du dich zurückziehen solltest und wann eben nicht. Ein kleiner Tipp wäre es, dir die kurzen Resepausen deines Gegners zu nutzen, deine Kugeln nachzuladen. Jesus Christ. Wenn du deine Fieberzeit aktivierst, lädst du sofort alle Kugeln nach und für die Zeit gehen sie nicht aus. Nützlich, nicht wahr? Lass mich kurz mal speichern. Ich will speichern. Das klingt mir alles wieder viel zu kompliziert. Wollt mich verarschen? Ich kann nicht speichern. Thanks, Game. Das letzte Tutorial, oder doch nicht? Das war's mit dem Tutorial. Wenn das so weitergeht, kommen wir nicht voran. Ich muss etwas tun und all dem ein Ende setzen. Ich muss sie dazu bringen, ihr Verbrechen einzugestehen. Oh Gott! Ich muss nachladen, muss die Tab-Taste, ist die Tab-Taste. Okay. Oh Gott. Nachladen. Schießen. Nachladen. Boah, Alter, ist das kompliziert. Nachladen. Das sieht, glaube ich, gerade deutlich einfacher aus. Wieder reinkommen. So. Bum, 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 bum. There's only one back. It's impossible to use it in two places at the same time. This is the end. Monokuma mentioned this earlier. Wenn man eine Tragetasche gekauft hat, kriegt man zusätzlich noch eine obendrauf. Schön, ha? Huh? Whoever bought that bag should have received another one as a bonus prize. Which means it's not impossible to use that bag in two separate places. So please, just stop making desperate excuses. Why? Why can't you forgive me? Why? It seems her desperate struggle is finally coming. Why does everybody always hate me? You should just forgive me already! Mikan, it's already over. After I go over your crime from the beginning and show that you have no arguments left, please just admit it already. In the end, at least let me believe in you. So. Wir stellen noch einmal alles dar, was in dem Fall passiert ist. Und wenn ich mich noch halbwegs daran erinnern kann. Die Übertragung haben wir, glaube ich... Die Übertragung des Mörders. Das müsste, glaube ich, das hier sein, ne? Jawohl. Dann haben wir hier, was passiert nach der Übertragung. Ich glaube, das ist keins von denen, die wir hier haben. Das ist hier abreißen. Um Hyokos Leiche zu zeigen. Also müsste doch das hier sein, oder? Ja. Haben wir hier einen Beweis, den der Mörder hinterlassen hat? Nee, das müsste, glaube ich, die Überreste der zerstörten Kamera
Müssten, glaube ich, hier hin, oder? Ja. So, das war Batch 1. Oh, das ist schon Batch 2. Okay, krass. Das heißt, wir haben hier... Was passiert denn nach der Übertragung? Das, oder? Das heißt, wir haben hier noch was. Ein Beweis, den der Mörder hinterlassen hat. Waren das nicht die Stäbchen? Oder kamen die später erst? Ne, die kamen später erst. Das war dann das hier. Hier wurde der Raum verschlossen. Mit dem Superglue. Das war's schon, oder? Here's everything that happened in this case. The key to this incident is the surveillance camera video that only I saw. That's why I'm going to start with that to unravel the knots of this crime. When I went to the hospital with Mikan this morning, I noticed a specific thing in the lobby. The incoming signal light on the surveillance monitor was blinking ahead of the scheduled time. When I switched on the monitor, what appeared on screen was a person wearing a hospital gown and a bag on their head about to hang themselves right at that moment. That surveillance camera unit was designed for two-way communication with the hospital and the music venue. That's why I thought the signal originated from the music venue, so I immediately headed over there. But that was the killer's trap. In truth, that video was recorded in a different place. The killer brought the music venue camera the night before and made their preparations in advance. And then, they filmed that video in the hospital conference room. By doing so, they tried to make me think the incident was happening in real time. When in fact, the crime had already been committed by that point. The person in the footage wearing the bag was actually the killer acting as a fake. I didn't know that. So I went to the music venue and found the hanged body wearing a bag on its head. Seeing the body before me, I panicked and rushed out of there to get the rest of you guys. But that was also part of the killer's trap. After cleaning the conference room, the killer was likely watching the music venue from outside. And as if they were switching places with me, they went inside the music venue and began working on their last trick. First, the killer peeled off the wallpaper covering one of the stage pillars, revealing Kyoko's body. When I first arrived and saw the hanged body, I didn't notice anything strange about that pillar. I didn't expect it to be slightly larger from the wallpaper, or have Kyoko's body hidden inside. Next, the killer destroyed the surveillance camera that was used in the conference room. After destroying it, they mixed it with what was left of the surveillance monitor found at the crime scene. The surveillance camera the killer used was originally brought from the music venue, but when they brought it, they made sure to destroy its monitor beforehand. They wanted to hide the fact that the camera wasn't at the crime scene. In the end, the killer transformed the crime scene into a closed room. They broke one of the drumsticks from the storage room and placed it near the music venue's entrance. However, they did this to mislead us into believing that the music venue was locked from the inside. In actuality, the reason the music venue became a closed room was because of the glue. The killer sealed the door with glue and intentionally created a closed room that could be forced open. With that, the killer finished tampering with the crime scene and met up with Fuyuhiko and me. They helped us force open the music venue door, despite the fact that they personally sealed it. And they made us discover not just Ibuki's body, but Hyoko's suddenly present body as well. At the time, they pretended to be surprised, but inside, they were probably relieved that their plan worked out. Isn't that right, Mikan? This crime was orchestrated by you, wasn't it? Long time. This feeling,
I know it well. Like the floor is collapsing. Like the sky is falling down upon you. This feeling of despair! Mikan, you... What has happened to you? Whoa there! Before that, a moment of your time. Wieder gut Monocoins, sagte ich und bekam nur 128 oder so. Oh Gott, ab jetzt muss ich synchronisieren. Also macht euch bereit auf Crazy Mikan. Ich weiß nicht, wie gut ich das hinkriege. Wir müssen halt zusammen durch. Und es wird sehr crazy. Let's go. It seems your arguments have reached a conclusion. So let's proceed to our regularly scheduled voting time. Now then, please pull the lever in front of you and cast your vote. Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? Let's go! Obwohl es mittlerweile offensichtlich sein sollte, erkläre ich Mikan zu Miki für den furchtbaren Mord zweier Schulmädchen als schuldig. Ihr habt wieder richtig gewählt. Dreimal in Folge. Dammit. Du willst mich verarschen. Mikan, die immer für mich da war und mir geholfen hat, sie hat mich umgebracht. Sei ehrlich, Mikan. Hast du uns die ganze Zeit angelogen? Hast du uns nur geholfen, um sie nachher zu töten? Hey! Hör auf zu lachen, sag was, sonst kommen wir nicht weiter. What's going on? Dieses Mädchen. Hey, hey. Sie ist nicht so wie Pecco. Sie hat vollkommen ihren Verstand verloren. That's obvious. Dann können wir nichts unternehmen. Sie ist nicht mehr die gleiche Person. Nicht mehr die Mikan, die wir einst kannten. Hä? Wenn ich genauer nachdenke, musste sie es auch kriegen. Sie wurde wahrscheinlich mit der Despair Disease infiziert, die das Motiv in diesem Fall gewesen ist. What? Mikan auch? Mikan war immer in meiner Nähe, weil sie sich um mich gekümmert hat. Deshalb konnte ich sie sehen. Ich war nicht immer wach oder bei Verstand, aber ich hatte sie manchmal gesehen habe, war ihr Gesicht verzerrt und ihre Mundwinkel aufgerissen. Eine Fratze der echten Verzweiflung. Warte, also hat Mikan auch die Despair Disease? Aber heißt das nicht... What? Hajime, ist dir was aufgefallen? Mein Körper fühlt sich so schwer an. Nein, nicht nur schwer, irgendwie auch weich und wirklich heiß. Das stimmt, Mikan war einmal wirklich warm. Das ist mir total entfallen. Sie hatte schlimmes Fieber, genauso wie Akane oder Ibuki. Nein, dann hat Mika das getan, weil sie... Perhaps. Die Symptome, die sie gefühlt haben muss, machen dem Namen des Bärdesies alle Ehre. Ihr Lebensglück, ihre Hoffnung zu verlieren, nur um der Verzweiflung zum Opfer zu fallen. Wegen der Bärdesies wollte sie einen Ausweg finden und hat im Umkehrschluss jemanden getötet. Sie? Deshalb kann sie sich selbst in so einer hoffnungslosen... Kann sie selbst in einer so hoffnungslosen Situation nur lachen. Anders gesagt, die Mikan vor uns ist schon längst nicht mehr die ultimative Krankenschwester. Sie ist ein ganz anderer Mensch, nachdem sie von dieser üblen Krankheit infiziert worden ist. Sie ist ein Mädchen, das den Titel der ultimativen Verzweiflung verdient hat. Hold your horse, man. Es gibt nur ein Girl, die das verdient hat. Es ist my girl. Und zieh ihren Namen nicht in den Dreck. Ultimative Verzweiflung? Und eben deswegen kann ich das nicht vergeben. Nur zu töten, um selbst Verzweiflung zu spüren? Kein Fünkchen Hoffnung?
um uns alle zu opfern? Niemals kann ich das überschauen. Um Verzweiflung zu spüren? Ach, das ist komplett falsch. Falsch? Falsch? Was ist falsch? Oh, wenn ihr wüsstet, was es damit auf sich hat. Hä? Wen meinst du? Wenn sie nur leben würde, sie wäre so glücklich. Ich weiß es einfach. My beloved was the only one. That's right. The only one who never hated me. They forgave my existence. They forgave me and accepted me. They gave me value. Ich find's sehr interessant, wie die deutsche Übersetzung hier ein Sie draus gemacht hat. Und zwar weibliche Person Singular. Wenn irgendeiner von euch das gerade guckt. Anime-Match. Ich finde es sehr interessant. Ich kann euch aber nicht sagen, warum. Also reden wir darüber, wenn wir mit Danganronpa 2 durch sind. Aber es ist sehr interessant, dass sie die weibliche Formulierung hier verwendet haben, weil das, was Mikan gerade sagt, ist unfassbar wichtig für spätere Sachen. They loved me. I loved them with all my heart and they returned it in full. This is my reciprocation. Wenn wir mit Danganronpa 2 durch sind und ich habe vergessen, euch was dazu zu sagen, bitte erinnert mich dran. Weil wenn ihr mit Danganronpa 2 durch seid, kann ich euch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber wenn ich euch jetzt erzählen würde, was es damit auf sich hat, könnte ich das LP beenden. Ganz ehrlich. Aber es ist unfassbar wichtig. Ich weiß, ich pushe das gerade extrem, aber es ist wichtig. Und ich will euch nicht spoilern. Ich verstehe, dass ihr mir nicht vergeben könnt, aber wisst ihr, wenn man das Wichtigste wegwirft und alles andere beiseite legt, dann ist das Liebe. Hey. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ach, du verstehst mich nicht. Kannst du mich nicht verstehen, weil du niemanden zu lieben hast? Weil du auch von niemandem akzeptiert wirst? Was für eine Schande. Ich bemitleide dich. Selbst wenn ich das wieder mal sage, ich bin mir sicher, dass das niemand verstehen wird. Aber zu lieben ist wundervoll. Ach, diese Freiheit, wenn man alles und jeden zur Seite wirft und nicht mehr beachten tut. Nichts kann zwischen mir und meiner Liebe stehen. Das ist mein Lebenselixier. Solange ich sie habe, ist alles egal. Wie oft ich gehänselt werde, wie oft ich geschlagen werde. Nichts ist wichtig. Ich will einfach sterben. So wenig kümmert es mich. Wen juckt Hoffnung oder Verzweiflung? Es ist einzig und allein Liebe. Meine Liebe. Nagito, ist das wirklich die Despair-Disease, von der du gesprochen hast? Anscheinend sind das nicht nur Symptome der Despair-Disease. Aber was ist das dann? Du hattest mehr oder weniger recht. Man könnte sagen, dass mir diese Krankheit endlich die Augen geöffnet hat. Denn nur wegen dieser Krankheit konnte ich mich an meine Liebe erinnern. Erinnern? Dann war das wohl mein Symptom. Was für ein wunderbares Symptom das ist. Wegen der Krankheit konntest du dich daran erinnern? Was soll das überhaupt heißen? Aber wenn sie sich an etwas erinnert hat und sowas dann getan hat. Warst du von Anfang an so gestört? Warst du schon so, bevor du auf die Insel gekommen bist? Sei nicht sauer auf mich. Ich kann es erklären. Dass ich so geworden bin, ist nicht meine Schuld. Es ist alles eure Schuld, wisst ihr? Ich bin nicht dafür verantwortlich, so geworden zu sein. Ich bin die Person, die ich bin, weil ich von allen Seiten wie Müll und Dreck behandelt worden bin. Es ist die Schuld aller, dass es so ausarten musste. Aber meine Liebe. Aber sie hat mich endlich dazu gebracht, meinen Mund aufzumachen. Oh, sie hat mich beeinflusst.
und sie hat eine Mikan geformt, der niemand vergeben konnte. Aber trotz all dem konnte meine Liebe mir immer vergeben und mich annehmen. Das ist der wichtige Unterschied zwischen euch und meiner treuen, allheiligen Liebe. Ernsthaft, was meinst du? Wen meinst du damit? Ich lache, weil ich nicht spoilern darf. Das ist die echte Mikan? Die Mikan, die sie selbst vergessen hat? Mikan, gib mir bitte eine Antwort. Hast du dich wirklich daran erinnert? Hast du dich auf diese Weise verändert, nur weil du dich an etwas erinnert hast? Das werde ich nicht glauben. Es kann nicht sein, dass das du bist. Ich will es nicht akzeptieren. Oh, glaubst du mir immer noch nicht? Um es zu beweisen, werde ich euch dann ein klitzekleines Geheimnis erzählen. Es geht um die World Ender, um die ihr euch Sorgen gemacht habt. Du weißt etwas darüber? Ich habe mich daran erinnert. Ich habe mich an alles erinnert. Tief im Inneren wusste ich davon, dass diese schreckliche Organisation der World Ender in Wahrheit die Future Foundation ist, die es hofft, die Welt zu zerstören. Future Foundation? Zukunft? Genau, auf dem Symbol der Luke beim antiken Tempel. Ich erinnere mich. Dort stand das japanische Wort für Zukunft. Und was ist mit dieser Future Foundation? Was wollen die genau? Habe ich es nicht schon gesagt? Die Future Foundation will die Welt ausradieren. Um es einfacher auszudrücken, sie wollen die Welt für sich erobern. Was zur Hölle? Wir leben in keinem Comic. Um ihren Plan durchsetzen zu können, hat uns die Future Foundation auf diese Insel gebracht. Nicht wahr, Monomi? Was? Ich wusste es, verdammt! Du und Monomi, ihr steckt unter einer Decke und arbeitet für diese Gruppe. Oh, Monokuma, ey. Deine Gewitztheit sorgt für Husten. Monomi und ich gehören nicht zusammen. Ich bin Monokuma. Ich führe mein eigenes Leben. Was ist das putzig? Hey. Wag es nicht zu lachen. Mikan, wenn du dich echt erinnerst, dann wer ist der Verräter? Du müsstest doch wissen, wer sich als Klassenkamerad ausgibt, oder? Ich sehe auf jeden Fall etwas, was für mich keinen Sinn macht. Ich könnte sofort den Finger auf den Verräter zeigen, der für diese Organisation arbeitet. Aber ich werde es nicht tun. Ich sag, okay, krass, er sagt echt, ist das dein fucking Ernst? Finde ich schön, dass ihr das so reingebracht habt. Are you fucking serious? Irgendwann findet es heraus. Bitte habt noch etwas Geduld. Eventuell passiert etwas, wenn der Zähler null erreicht. Der Zähler? Du weißt etwas darüber? Ich weiß gar nichts. Warum nicht? Ich könnte jetzt meine Ideen ablassen, aber mir ist einfach alles egal geworden. Ich bin von Liebe überwältigt. Aus den Tiefen meines Herzens quillt Lust, die ich nicht befriedigen könnte. Ich weiß übrigens, dass Norman und Crystal das Projekt gucken. Und ich weiß, dass die beiden das Spiel schon durch haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt erst zum zweiten Mal seht, aber es ist extrem interessant, allein dieses After-Trial-Gespräch zu haben, wenn man das Ganze in Zusammenhang setzen kann, oder? Es ist extrem. Also solltet ihr mit Danga nochmal 2 durch sein, könnt ihr gerne nochmal jeden zurückgehen und das nochmal anhören, aber es ist eine sehr interessante Passage. Auch für ein zweites Mal. Nur so als Info. Mikan, bist das wirklich du? Ich werde das nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass du schon... Ich kann das nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass du schon immer so gewesen bist. Wenn das nämlich stimmen würde. Mit wem haben wir so viel Zeit verbracht? Mit der Vergangenheit. Vergangenheit? Ich war mal anders, weißt du? Kennst du mich noch, bevor ich mich an alles erinnert habe? Ich finde es irgendwie lustig, dass ihr so eine Versagerin eine Freundin nennen konntet. Wirklich, es macht mich traurig. So traurig, dass mich meine Verzweiflung überkommt. Ihr habt mich früher akzeptiert,
Aber jetzt nicht mehr. Das... Aber ich bin kein Sonderfall. Wenn man seine Erinnerungen wichtiger Momente oder Freudensprünge verliert, verliert man sich selbst. Erinnerungen sind das Wichtigste, um einen Menschen entwickeln zu können, nicht wahr? Und wenn man eben diese Erinnerungen verliert, wird man ein Schatten seiner selbst. Und ich wurde von dieser Last befreit. Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber letzten Endes führt es immer wieder auf unsere gestohlenen Schulleben zurück. Dann musste das alles stimmen. Wir haben wirklich alles vergessen. Wenn wir nichts vergessen hätten, dann wären all diese Motive nicht so überzeugend. Wenn das so ist, warum lasst ihr euch nicht Zeit und erinnert euch Schritt für Schritt? Monobärchen, könntest du langsam beginnen, wenn ich fragen darf? Mit der Bestrafung? Verdammt, warum? Mikan, warum muss es so enden? Das ist alles zwecklos. Es ist zu viel. Now then, I prepared a very special punishment. Okay, ich habe eine besondere Bestrafung für Mikan zu Miki vorbereitet. Der ultimativen Krankenschwester. So it's over. It's really... Now I can go to my beloved, who always forgives me. I can finally see them. Please forgive me, the one who's going to die with the hope of finally seeing you. Eine kurze Info an das Übersetzerteam. Ich weiß, es ist super schwierig, hier vage zu bleiben. Ihr habt das Ganze teilweise versucht, mit they zu übersetzen. Weil rein theoretisch they auch richtig ist. Ihr habt aber, glaube ich, zwischendurch mal gesagt, sie hat. Und da müsste dann, glaube ich, sein, entweder sie haben oder sie hatten. Ich weiß, wo ihr mit dem dritte Person Singular weiblich hin wollt. Ich würde es aber, glaube ich, auf they machen, weil es besser passt. So, das nur mal als kurze, falls die Übersetzer das hier sehen. Das nur mal so nebenbei. Weil ich glaube, das springt immer hin und her, so ein ganz kleines bisschen manchmal. Also wie gesagt, ich weiß, dass es super schwierig ist, dass sie von dem Plural und dass sie von dem Singular, aber das nur mal so nebenbei. Bitte vergib mir. Vergib einem kaputten Mädchen, das mit der Hoffnung stirbt, dich wiederzusehen. Weil da müsst ihr zum Beispiel auch euch sein. Aber wie gesagt, es ist echt schwierig, das, weil das im Englischen ist es auch extrem vage formuliert. Es ist vorbei. Aber ist es das wirklich? Mikan hat die beiden umgebracht und sie wurde hingerichtet. Sie hat das Verbrechen begangen, weil sie von dieser Despair-Disease erkrankt ist. Na und? Nichts ist vorbei. Niemand wollte, dass es damit aufhört. Let me ask. Wer war diese Mikan von eben? War das ihr wahres Ich? Oder war das bloß ein Symptom der Despair-Disease? Es ist ohnehin egal. Wenn es dazu gekommen ist, nur weil sie sich an etwas erinnert hat, dann war sie es nicht wert, ein Symbol der Hoffnung genannt zu werden. Selbst wenn sie von dieser Krankheit betroffen war, wenn sie dazu gebracht wurde, dann hat sie den Weg vor ihren Augen verloren, nur wegen einer Krankheit.
enttäuschend. Also lasst uns nach vorne blicken. Kommt schon. Wir müssen diesem Unglück ins Gesicht blicken und die Hoffnung nicht verlieren. Das ist nicht möglich. Ich meine, ich dachte, dass wir Freunde wären. Aber trotzdem. Es war wie ein Kartenhaus, das weggeblasen wurde. Letzten Endes zeigte eine Freundin von uns eine Seite von ihr, die wir noch nie zu Gesicht bekamen. Und danach verschwand sie. Sie ließ uns zurück, damit wir mit ihrer Verrücktheit alleine klarkommen. Es ist unmöglich. Wir können nicht weitermachen und diese Gefühle beiseite packen. Wer würde so etwas schaffen? Damn it. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn sie die Verräterin gewesen wäre. Wrong. Schade, Schokolade. Das ist nicht der Fall. Mikan ist nicht das Mädchen, das sie sucht. Come on. Der Verräter ist meines Erachtens immer noch am Leben. Dass es Monomi noch gut geht, beweist das. Mir geht es nicht gut. Aber wenn der Verräter in diesem Moment gestorben wäre, er ist doch nicht so ruhig. Ich meine, ihr beide seid unter einer Decke. Ein Zwilling kommt selten allein, ha? Huh? Hier ist es nicht so. You fiend. Und was bist du dann, Teufel, wenn du nicht zur Monomi gehörst? Niemanden würde es interessieren, wo ich herkomme. Und ich bin extrem erschöpft. Das Drama zog sich wie ein Kaugummi. Ich hatte noch nicht mal Zeit, in der Pause mein Sandwich zu essen. Du isst holographische Sandwiches? Hey, hey. Warte, darauf wollte ich gar nicht eingehen. Worauf willst du hinaus? Hey, Ihr wisst doch, dass das Leben wie eine Achterbahn ist, nicht wahr? Es macht Spaß, weil man ständig mit etwas anderem kämpfen muss. Wäre ein Leben ohne sowas nicht öde? Und um euch alle wieder auf die Beine zu helfen, habe ich euch etwas Besonderes vorbereitet. Etwas Besonderes? Begebt euch zum Strand. Dort wird ein alter Freund auf euch warten. Ein alter Freund? Könnte es Nekomaru sein? Hey! Es ist Nekomaru, oder? Nekomaru ist doch in Sicherheit. In Sicherheit? Wie soll ich das sagen? Ich wusste es, dass man den verrückten alten Sack nicht in die Knie zwingen kann. Super, endlich sehen wir wieder ein Licht der Hoffnung. Ein Licht der Hoffnung. Ich freue mich, dass Nekomaru zu uns kehrt, aber... So just as I thought. Drei unserer Freunde sind heute gestorben. Ich kann wirklich kein Lächeln tragen. Dame Sonja. However, ich nenne sie einfach Lady Sonja. Das habe ich schon dreimal gesagt, aber... aber... Trotzdem bin ich glücklich. Ich bin glücklich, dass es Nekomaru gut geht. Fine. Wenn du dich darüber freust... Dann solltest du ihn mit offenen Armen wieder aufnehmen. Vielleicht würden das unsere toten Freunde ebenfalls tun, wenn sie noch nicht von uns gegangen wären. Oberherrscher und Gottesacker der Allerheiligen. Der Satz passt nicht zu dir. Schweig. Ich werde dich zermalmen. Ihr drei da oben, könnt ihr uns hören? Wenn ihr unglücklich seid, dann tut es mir leid. Aber bitte lasst uns einen kurzen Moment der Freude. Ich möchte Nekomaru fröhlich wieder willkommen heißen dürfen. Du musst dir keine Sorgen machen, Sonja. Ich bin mir sicher, dass deine Gefühle sie erreichen. Right? Dann lasst uns allesamt Nekomaru begrüßen. Wir tun es für alle, die wir auf dem Weg verloren haben. Endlich, ich habe so lange drauf gewartet. Ich verstehe kein bisschen. Akane. Alles klar, dann lasst uns flitzen. Ja, du hast recht. Nekomaru kommt zu uns zurück. Als wir das gehört haben, konnten wir unsere Aufregung kaum im Zaum halten, als wir in den Aufzug gerannt sind. Mann, sie sind losgerannt, bevor ich überhaupt zu Ende sprechen konnte. Gott, sie sind so ungeduldig. Wurden ihnen nie Manieren beigebracht, dass sie gefälligst warten? Du, was hast du getan? Du hast doch nichts mit ihm gemacht. Was führst du dieses Mal im Schilde? No way! Ich wollte ihnen nur alles erklären. Ich möchte ihnen nicht wehtun. Aber Nekomaru... Wie bitte? Es ist nicht meine Schuld, dass sie nicht hier geblieben sind. Sie hätten mir zuhören sollen. Und deswegen also, was passiert, bin ich dafür nicht verantwortlich. Du, was hast du mit Nekomaru gemacht? What's this? Ich habe ihn gerettet. Mehr nicht. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte er es nicht geschafft,
Der Schuss war zu kräftig. Deswegen kann man da nichts machen. Es ist so gekommen. Bevor wir einen Schritt auf den Strand gemacht haben. Beeilung, ab zum Strand. Zum Sand, nicht zum Strand. Boah, ich kann nicht mehr lesen, ey. Alles klar, erste in Bewegung. Obwohl wir völlig ermüdet waren, konnten wir unsere Aufregung nicht unterdrücken. Wir sind zum Strand auf der Sonneninsel gerannt, ohne eine Pause einzulegen. Worum alles in der Welt ist Nekomaru? Hey, Nekomaru, zeig dich endlich! Wir sind gekommen, um dich abzuholen. Du musst nicht länger das Versteckspiel spielen. Wir haben unsere Stimmen erhoben. Wir haben uns umgeschaut. Mehrmals. Immer wieder. Aber keine Spur von Nekomaru. Wir haben immer noch nicht aufgehört. Wir haben ihn mindestens 10 Minuten gesucht. Krass. Also wenn ihr ihn da nicht gefunden habt, dann kann ich auch nichts wissen. Aber... Hey. Was zur Hölle, Alter? Er ist nirgends zu finden. Dammit. Könnte es sein, dass uns Monokuma wieder angelogen hat? Aber kurz danach passierte es. Wir haben eine Stimme hinter uns gehört, die uns allzu bekannt vorkam. What happened? Were y'all looking for me? Could it be? Diese Stimme. Mit Glück in unseren Herzen drehten wir uns um, damit wir ihn endlich wiedersehen konnten. Aber wir sahen etwas, was wir nicht glauben konnten. Huh? What the? Yo, I've kept you waiting. Hey, what's going on? Perhaps you don't remember my face, since we haven't seen each other in a while. That's pretty sad, you know? That's too much! Who are you? Huh? You too? What's going on? If you're messing with me, I'll stop doing it to you. Nekomaru? Haven't you... noticed it yourself? What do you mean, noticed? Oh, you mean this body? This is nothing! The name's Nekomaru Nidai! I've been reborn in the rivers of hell! Folge 3, Epidemie und Liebe. Ende. Du hast Mikans Schwesternkittel bekommen. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Ja, bitteschön. So, dann speichern wir mal hier rüber, ansonsten verkacke ich wieder den Save. Yep, ich hab's mir fast gedacht. Das, meine Freunde, war Chapter 3. Wir haben echt eine gute Stunde reingeballert, aber sind trotzdem durchgekommen. Ich hab's mir nämlich schon fast gedacht. Und ich möchte ganz gerne zwei Sachen einmal sagen. Einmal, was das Ende jetzt gerade angeht. Und zwar habt ihr gerade Nekomaru gesehen, wie er in einem Roboterkörper steckt. Das meinte Monokuma damit, als er sagte, ich kann ihn nur auf diese Weise retten. Und er trägt jetzt den fantastischen Namen Mekamaru und wird uns ab jetzt so begleiten. Und was wir als nächstes machen, und da kommen wir zum zweiten Punkt, ist, wann kommt Chapter 4 und was hat es mit Chapter 4 auf sich? Es ist unfassbar krass, dass Crimson Chapter 4 schon übersetzt hat. Das ist vor, ich glaube, vor 2-3 Tagen. Ich meine, ich habe lustigerweise, bevor ich die Folge aufgenommen habe, nochmal reingeschaut und ich meine, das ist entweder heute oder gestern rausgekommen. Also es ist wirklich taufrisch. Und ich würde gerne in 3 Wochen oder 2 bis 4 Wochen, je nachdem, würde ich super gerne damit loslegen. Ich schiebe nämlich jetzt sehr wahrscheinlich Among Us auf Montag oder Clocktower auf Montag, irgendwie so.
Ich würde allerdings mit Danganronpa kurz 2-3 Wochen Pause machen, um mal so ein bisschen Luft zum Durchatmen zu geben. Denn ich muss sagen, Chapter 4 ist sehr eigen. Ich kenne Leute, die lieben Chapter 4 über alles. Das ist das Lieblingschapter aus Danganronpa von denen. Ich finde es gut. Ich war aber auch froh, als ich wieder raus war. Also Chapter 4 hat eine ganz eigene Stimmung, die die anderen nicht haben. Und ich kann ja mal zwei kurze Sachen anteasern für euch. Unter anderem ist ein Vergnügungspark dabei. Und das ist ein so kleiner Mini-Spoiler, dass ich euch eigentlich nicht spoilere, sondern nur heiß mache. Wir erfahren, was es mit dem Talent von Hajime auf sich hat. Das erfahren wir in Chapter 4. Chapter 4 hat einen sehr interessanten Mord, der sehr kompliziert ist. Ich persönlich mochte den von Chapter 3 sehr gerne, aus dem Grund, weil du konntest von Anfang an auf alles kommen, weil alles halt eben dir so richtig ausgelegt war. Und Mikan als Bösewicht war halt super geil mit diesem Twist. Chapter 5 ist einfach nur genial. Also wirklich insane genial. Und Chapter 6 ist Chapter 6, was Chapter 6 halt ist. Ne? Und wer weiß, ob es da noch ein Chapter 7 gibt oder 8, aber ich nenne einfach mal nur mal kurz die ersten 6 Chapter, weil wir das so schön vergleichen können mit den ersten 6, die es in Danganronpa 1 gab. Und Chapter 4 ist in Ordnung. Also ich höre das meiste, was ich höre, ist, dass es ungefähr so auf einem Level mit Chapter 2 ist. Das würde ich auch so sehen. Chapter 2, beide sind stark, sind nicht die stärksten, aber sind trotzdem stark. So. Und deswegen würde ich das Ganze jetzt in 2-3 Wochen, wie gesagt, ein bisschen Pause, mal ein bisschen zwischendurch, und dann starten wir direkt durch mit Chapter 4. Und ich möchte nochmal applaudieren an die fantastischen Leute von Crimson, die dahinter hängen. Ich schmeiß euch mal unten einen Link rein zu Patreon, wo ihr die unterstützen könnt. Ich persönlich bin kein Riesenfan von Patreon, muss ich sagen. Was einfach daran liegt, dass ich gerne mal so einmal Donations gebe und nicht monatlich das Ganze supporte, ist aber nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr Bock habt, denen auf Patreon ein bisschen Support zu geben, bitte, bitte macht das. Ich würde mich sehr freuen, wenn die da Unterstützung bekommen. Ich habe allerdings auch mal reingeschmissen und mal rübergeworfen, dass es vielleicht auch interessant wäre, dass die Jungs und Mädels sich ein Ko-fi machen, weil da kann man so, ich sag mal, einmal Donations machen. Ich meine, man kann das theoretisch auch Patreon machen, indem man sich im Monat anmeldet und abmeldet, aber ich habe mich mit Patreon, wenn ich ehrlich bin, hier auseinandergesetzt und weiß das gar nicht. Vielleicht geht es auch und vielleicht könnt ihr euch da reinfuchsen und den Jungs und Mädels mal ein bisschen Support geben und mir eine Info geben, wie das geht. Vielleicht kann ich das dann auch machen, weil ich würde die so gerne unterstützen. Und weil die machen einfach super geile Arbeit und das Projekt wäre gar nicht ohne die möglich. Von daher, ich habe euch den Link zum Patreon unten in die Beschreibung geworfen. Und startend mit Chapter 4 werde ich das permanent so machen, dass ich den Patreon von denen bei mir in die Beschreibung verlinke. Und sollte sich da noch was ergeben, wie ein Ko-fi oder sonstiges, dann werde ich es auch nochmal reinwerfen oder mal separat in dem Video auf jeden Fall erwähnen. Das war Chapter 3, meine Freunde. Es ist ein Abenteuer, mit euch durch die Danganronpa-Reihe zu steigen. Es macht so unfassbar viel Spaß, weil ich bis vor kurzer Zeit eigentlich, lass es mal 1-2 Jahre sein, kannte ich niemanden, der das Spiel gespielt hat. Außer Lizzie, die das Spiel gespielt hat, aber ansonsten war ich immer allein damit. Und bevor ich jetzt hier noch einen Endtalk von 20 Minuten mache und das Video noch länger wird, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Diejenigen von euch, die Bock haben, sehe ich am Samstag im Livestream mit Chris zusammen. Das wird mega geil. Von daher, haut da rein, lasst euch nicht unterkriegen und wir sehen uns in Chapter 4. Ciao, ciao.